Leute, Chris von Let's Try This Out hier, beziehungsweise den allerletzten Helden. Ihr seht, ich bin wieder im Badezimmer. Wir sind hier bei Teil 2 vom Bogenschießen, also Bogentraining. Und heute geht es darum, dass wir auf senkrechte Linien schießen. Wow! Wie soll ich sagen, wir haben mehr oder weniger eine Dimension verloren vom A4-Blatt auf eine Linie. Aber das ist ganz interessant, weil uns diese Linie sagt, ob unsere Technik passt oder nicht. Ja? Dafür habe ich ein Ziel schon vorbereitet da vorne. Einfach auf der Zieltafel eine Linie aufgeklebt und auf die werden wir jetzt mal schießen, weil dadurch verbessern wir unsere Richtungsschießen. Wenn ich links oder rechts Abweichungen habe in meinem Schussbild, dann liegt das meistens an der Technik und nicht an der Intuition. Die Intuition selber, die spielt eher eine Rolle beim Auf- und Abzielen. Gut ist auch, dass das ganze Material schonend ist. Das heißt, ich habe nicht so die Wahrscheinlichkeit, wie bei einem Ziel, das immer kleiner wird, wie wir es in der letzten Übung gehabt haben, Teil 1 übrigens da oben verlinkt oder da, dass ich irgendwann meine Pfeile selber treffe, sondern ich kann da ruhig meinen ganzen Köcher leer schießen, weil ich ja auf diese vertikale Linie, auf diese senkrechte Linie, egal wo hinschießen kann. Und wenn ich merke, da habe ich jetzt irgendwie dichtes Trefferfeld schon mit vielen Pfeilen, dann schieße ich einfach ein paar Zentimeter weiter oben und passiert nichts. Und ich schon auch die Mitte meiner Zieltafel. Gut, ich habe mich jetzt warm geschossen und jetzt schauen wir uns das mal an, wo wir hingehen. Das war ein Pfeil. Aua. Und ich sage noch, ihr könnt hinschießen, wo ihr wollt. Und lauft es nicht Gefahr, euch die Pfeile zu ruinieren. Ah, genau, jetzt treffe ich ihn. Schauen wir uns das an, was passiert ist. Ah, ich sehe schon. Der hat scheinbar die Nocke erwischt. Gut, ich schieße jetzt mal meine zweite Runde und wünsche euch noch viel Spaß. Zeige euch dann die Ergebnisse. Schauen wir mal, ob was rauskommen ist dabei. Im Vergleich zur ersten schaut die doch schon wesentlich besser aus. Wenn ich mal halbwegs warm bin, also wir haben 9 Pfeile, haben wir gesagt, und davon sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetzt drauf und die anderen 3 sind nicht so weit ab, also ja, finde ich okay. Ist noch immer kein Trickschießen, das heißt irgendwie Kerzenflamme oder sonst irgendwas treffen, das dauert noch. Aber ich glaube, ich werde das jetzt mal ein paar Wochen üben, 1-2 Wochen. Und dann den Streifen einfach schmaler machen. Vielleicht tauschen gegen Dixo-Bandbreite und vielleicht dann irgendwann einmal auf einen Wollfaden gehen und so weiter. Leute, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt irgendwas dabei gehabt, was neu für euch war, dass ich euch wieder was Unterhaltsames zeigen haben können. Vielleicht habt ihr eine Methode gefunden jetzt, mit der ihr euer Training ein bisschen abwechslungsreicher gestalten könnt. Und falls euch das irgendwie gefallen hat, dann liken nicht vergessen, subscriben und kommentieren, ihr helft uns mit allem weiter, unser Kanal wächst weiterhin und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Und viel Spaß beim Bogenschießen. Tschüss. Achso ja, kurzer Nachspann noch. Während ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich auf der Messe in Wels. Dort ist nämlich zweierlei, was interessant ist für uns, beziehungsweise fast sogar drei Sachen. Es ist die Bogenmesse dort und andererseits auch Bike-Ausstellung, also Bike-Messe. Und die werde ich mir natürlich reinziehen und vielleicht gibt es einige Impressionen dann, die ich euch hochlade, die ihr euch anschauen könnt, falls euch interessiert. Vielleicht seid ihr dann nächstes Jahr auch dabei, falls wir uns nicht eh auf der Messe sehen. Also, tschüss, macht das gut.